Und damit willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Outlaws. Ja, wir sind jetzt hier auf Tatooine. Wir haben da unten diese Feuchtform durchsucht, haben eine Leiche gefunden. Und jetzt bin ich mal zu diesem Ort da ein bisschen vorgefahren, wo es raucht. Und dann mal schauen, was wir hier so finden. Und ob jemand zu Hause ist. Keiner zu Hause? Okay. Ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Naja. Aber es müsste vor kurzem jemand da gewesen sein. Wenn hier das Feuer noch brennt. Naja. Jetzt wieder, komm mal her. Na, wow. Minus 1 Service. So. Wo muss ich jetzt denn hin? Nach da hinten. Das würde ich dann auch nochmal anschauen. Okay, das ist ein bisschen größer hier. Na gut. Die Richtung. Immer so, dass sie sich auf einen kargen Planeten verkriechen und kleine Städte plündern, um zu überleben? Wenn du Todesmale trägst, und Hoss hat sicher ein paar davon, kannst du entweder sterben oder verschwinden. Dann hatte er vor, für immer hier zu bleiben. Vielleicht. Anscheinend hatte er nicht genug Kredit, um irgendwo stilvoll unterzutauchen. Ja, wahrscheinlich ist er verzweifelt. Könnte sich für uns auszahlen. Warum ist hier keiner? Hä? Das sind jetzt überall die Explosivdinger. Aber es ist kein Mensch da. Ja, komm, nimm. Aber gestern haben wir den Schatz jetzt hier. Also, Karte. Ja, wir haben es. Sehr schräg. Na gut. Ja, da waren jetzt Gegner. Okay, ich glaube, wir kriegen Besuch. Da oben? Aber ich bin hier falsch gefahren. Ja, da geht ein Weg rauf. Okay. Einmal umkehren. Ich würde es irgendwie so cool finden, wenn sie da irgendwie eine Hommage an das Star Wars Podracer Spiel machen. Oder generell irgendwas zeigen zu den Podracern. Was ist das? Jetzt schon wieder. So, ich glaube darauf. Ah,
Ach nee. Kein Hoss. Aber er muss in der Nähe sein. ND, Hoss hatte wohl einen Unfall mit dem Gleiter seines Verfolgers. Hat er überlebt? Es gibt keine Leiche. Vielleicht ist er die Klippen hoch. Vorsicht, Kay. Wenn er glaubt, du machst Jagd auf ihn, wird's gefährlich. Ja. Ja, gut. Ich glaube, wir haben jetzt schon Schlimmeres erlebt. So, einmal runter damit. Nix. Wir werden beobachtet. Ach, die Kollegen. Das war nur eine Frage der Zeit, bis die auftauchen. Moin. Hinterhalt. 100 pro. Aber warum wollte er da rein? Jemanden. Schon gut, schon gut. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Hat man die eigentlich schon mal ohne den Masken gesehen? Bitte was? Oura glaubt, dass du nach mir suchst. Deshalb haben sie dich durchgelassen. Wenn du Hoss bist, hat er recht. Jalen Rex sucht dich wegen eines Auftrags, aber anscheinend hast du zu tun. Nein, nein, nein! Wenn Jalen fragt, bin ich dabei. Ich bin der Beste. Ja, ist ja gut. Ein paar Banditen haben den Tusken eine Kreidrachenperle gestohlen. Sie dachten, ich wäre eine gute Geisel, aber das bin ich nicht. Die haben mich rausgeschmissen. Also bring ihnen die Perle zurück. Sie lassen mich frei und ich kann bei euch mitmachen, ja? Ach, wo ist sie? In einer Höhle mit einem Haufen Banterknochen davor. Da wimmelt es nur so von diesen Skrogs. Der Beste, ja? Du sagst es, Partner. Halt einen Kanal für mich offen. Ich weiß ja nicht. Das wird's garantiert nicht gewesen sein. Aber viel Spaß dir noch, ne? Alter, diese Landschaft. Es sieht halt schon Hammer aus. Okay, einmal runter hier. Und da gibt's Goodies. So, 0,8 hier die Stelle. Oh, okay. Speeder. Sehr gut. Wie schlimm kann es denn schon sein? Hey, diese mach hier mal ein anderes aus! Na toll! Echt jetzt? Ach man, Kinders! Okay, du kannst schießen. Was geht hier vor?
Okay. Sie haben uns gesehen, ja. Okay. Ah, scheiße. Komm, schieß. Oh, meine Glückssträhne hält an. Ja, das werden wir gleich nochmal sehen. Wait a moment. Sobald ich das gefunden habe, wird es ja richtig Ärger geben. Ist jetzt so meine Vermutung. Ich sterbe vielleicht in einer Höhle. Okay. Willst du gar nicht wissen, warum? Weil Hoss in der Höhle ist. Ja, nah dran. Und dann hat er eine imperiale Fregatte beschossen. Okay, es sind wenigstens Humanoiden hier. Ich wollte das Dorf ausräumen, aber das Imperium war schon dort. Die nennen das Steuern eintreiben. Es gefällt mir nicht. Ich halte besser mal die Augen auf. Ja, da kommt das über den. Was, nicht. Was denn? Ist doch alles gut. Komm, ablenken. Was will dieses Ding? Ma wollte, dass ich die Farm übernehme. Aber ich wollte viel Geld verdienen. Tut mir leid, Ma. Dankeschön. Nee, also die Scharfschützen-Women, die sind irgendwie ungeil in diesem Spiel. Ja, komm mal her. Ich sehe mal besser nach. Hol sie dir, komm. Sehr gut. Siehst du mich? Okay. Ist die Frage, komme ich da drüber gejumpt, ohne dass ich sterbe? Yes. Hallo? Holst du die Perle? Ich bin dabei. Was ist das überhaupt? Oh, das ist ein Stein. Er ist hübsch. Du musst einen Kreiddrachen töten, um einen zu bekommen. Und das ist eine knifflige Angelegenheit. Die sind eine Menge Geld wert. Aber ich bin mehr wert. Du bist es gewohnt, dass Leute dich hängen lassen, was? Nein, nein. Ich wollte nur sehen, ob du Grünschnabel Hilfe brauchst. Und die Tusken wegen ihrer Optionen haben. Wie war nochmal dein Name? Kay. Wes. Sag ihnen einfach, ich arbeite dran. Du machst das schon, Kay Wes. Bis bald. War's das? Bin ich jetzt nur wegen dieser Kiste hier rein? Und da unten ist nichts mehr. Ja, okay. Dann gehen wir mal wieder. Wobei. Nee, nochmal. Mal bei den Jungs mal da unten vorbeigucken. Oh. Auf die andere Seite. Also, wenn du
Nein! Wieso hat es sich da jetzt nicht festgehalten? Hallo? Holst du die Perle? Ja. Was ist das überhaupt? Oh, das ist ein Stein. Ach, da oben wäre es weitergegangen. Du musst einen Kreidrachen töten, um einen zu bekommen. Und das ist eine knifflige Angelegenheit. Die sind eine Menge Geld wert. Aber ich bin mehr wert. Du bist es gewohnt, dass Leute dich hängen lassen, was? Nein, nein. Wollte nur sehen, ob du Grünschnabel Hilfe brauchst. Und ich tue sie wegen ihrer Optionen ab. Wie war nochmal dein Name? Kay, Wes. Sag ihnen einfach, ich arbeite dran. Du machst das schon, Kay Wes. Bis bald. Also ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie nicht so sympathisch. Der wird vermutlich noch zum Problem werden. Warum ist da ein Loch? Ach nee, wirkt nur so. Ha, das muss sie sein. Kein Problem, oder nix? Da hinten. Ist da jemand? Ich würde sagen, wir gehen dabei systematisch vor. Das kriege ich hin. Ja, wobei, jetzt kommen die da gerade. Dreht euch mal bitte um. Ich mag's nicht, über alte Jobs zu sprechen. War eine harte Zeit. Sehr gut. Ich finde sie. Dankeschön. Bleib mal lieber wachsam. Lastergewehr mit mehr Wumms. Patrouille geht da nach oben. Bist du ein Droide da unten? Ja. Das ist ungeil. Ich muss aber da links nach. Ah, jetzt kommen sie wieder runter. Notfallsignale gemacht. Ich bin nicht stolz. Jag das Fass hoch. Aber pass auf. Machen wir mal ein bisschen Lärm. Na komm! Markieren. Ja, mehr habe ich gerade nicht. Jawohl! Wir schaffen das! Shit! Okay, ich glaube, das war's. Oh, da hat's Goodies. Oder? Ja. Sehr gut. Einmal aufgeräumt. Ja, da sind wir auch noch mit. Aber ich höre immer wieder so ein Geräusch von so einem riesen Vieh. Und ich glaube, das soll man noch kennenlernen.
Nice. Schön. Eine Kreizdrachenperle. Man lernt nie aus. Hoss, sag so, deinen das... Freunden, ich habe ihre Perle. Ja, that's it. Mach ich, Partner? Hey, wir treffen uns bei der Höhle am Hinterausgang. Wait a moment. Der hat uns verarscht. Wir könnten uns ansonsten da treffen. Der hat uns einfach nur die Drecksarbeit machen lassen. Sus. Sidre. Dieser kleine Arsch da. Tatsächlich am Leben. Jalen hat einen guten Riecher. Hier. Alles gut? Sie sagt, ich kann gehen, wenn du meine Zeche bezahlst. Zeche? Na toll. Ja, in der Kantina. Sag ihr, jetzt will ich dich nicht mehr. War ein Versuch wert. Also gut, komm zur Andockbucht 94 in Mos Eisley. Und wir verziehen uns. Willst du gar nichts über den Auftrag wissen? Du bezahlst, ich bin dabei. Fertig. Wir sehen uns dort. Das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Ansonsten wäre ja der Planet jetzt hier von der Aufgabe her vorbei. Aber... okay. Kollege, komm mal her. Geh mal ganz kurz auf die Karte. Mos Eisley. Das ist da hinten. Ich würde jetzt gerne mal... was ist da? Trete zählig Händler, tausche Material und Kernstücke gegen andere Materialien. Ich... würde gerne mal da hingehen. Das ist mit der Straße bei der Kreuzung rechts und dann einfach links. Okay. Abmarsch. Weißt du, Kay, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wie du ins Sirius Tresorraum gelangt, beträgt 10.807:1. Warum hast du es überhaupt versucht? Tja, warum wohl? Niemand kommt. Also müssen wir uns holen, was wir wollen. Und was genau ist das? Ich will nicht so enden wie Hoss. Das musst doch gerade du verstehen. Die Galaxis, ja, macht es Leuten wie uns nicht leicht. Wenn wir überleben wollen, müssen wir alles riskieren. Dann willst du auf der Flucht leben. Für immer. Nein. Ich weiß nicht. Das ist besser als zu die Hunden sind schon wieder gut drauf. Bin ich schon vorbei an der Kreuzung? Nee, ist jetzt hier. Hey, was nix? Wow, jetzt habe ich den Ruf schlechter gemacht. Ach Mann. Ich bin doch nur durchgefahren. Moin. Ich leg mich mal nicht mit den Hutten an. Na toll. Kommen die bis hier nach oben? Ich glaube, die versuchen das wirklich. Ach Leute, dreht doch einfach um.
Abgesehen davon, dass die komplett falsch schießen. Leute. Abmarsch. Okay, jetzt ist er nicht mehr rot. Jetzt. Unerlaubt. Okay, Karte. Da vorne. Nee, ich glaube, ich gehe zu Fuß. Das Ding ist, sie müssten halt da mal weggehen. Okay, sie drehen um. Das ist schon mal ein Vorteil. Wieso? Ach, da unten. Ja, das müsste es sein. Mit dem Power-Modul. Hat keiner mitgekriegt. Das ist nochmal so ein Ding. Nice. Geht doch. Nice. Geil, geil, geil. Ich glaube, ich sollte wirklich mal beim Händler mal ein bisschen Geld ausgeben. Da war wohl jemand etwas gepisst, dass ich das Lager ausgeräumt habe. Okay, ich muss es wenigstens nochmal machen. Aber jetzt weiß ich Bescheid, dass da jemand auf mich wartet. Warte mal, kann ich faul sein und einfach Schnellreise machen? Nö, kann ich nicht. Und da unten... Ach, ich könnte da unten eine Schnellreise machen. Naja, komm. Das sollte man ja hinkriegen mit dem Kollegen. Ach, jetzt nicht mehr? Okay. Moin. Halt dich fest, nix. Schnell weg. Das ist eine Stadt. Geil. Die müssen mich nur besser kennenlernen. Nun ja, du könntest in der Kantine herumfragen. Vielleicht stellt der Barkeeper dich vor. Schießwütige Piraten, was? Vielleicht können die mir noch ein, zwei Tricks beibringen. Ja, geil. Wir haben es geschafft. Sehr cool. Ach, und Imperium ist natürlich auch wieder da. Ich muss jetzt gerade an die Szene denken aus dem Film, wo sie dann so sagen, ja, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht.
Eigentlich alles okay? Ja, die machen komische Sachen. 60 Meter. Ja, wie komme ich danach dahin? Moin. Riechst du etwas, das du willst, Nix? Was hast du denn? Hey, Vorsicht, Schatz. Kumpel. Du weißt ja nicht, wer oder was hier in der Nähe ist. Ach, die kleinen Kollegen. Oh, ist es da drüben? Autsch. Ah, okay. Moment, ich schon noch ganz kurz. Ja, ja, ich komme ja schon. Wieso komme ich jetzt da nicht rauf? Ja. Ah. Warte, Nix. Ich passe hier nicht durch. Ernsthaft? Du kommst... Ach, was soll's. Tja, was nehme ich jetzt für den Weg? Also ich hätte ja schon gesagt, du kommst da durch, aber... Aufjumpen ist auch nicht. Ja, da gibt's auch nichts zum Kaputtschießen. Das ist gut oder teuer. Oder... Da so nach links. Oh, endlich. Moin sehen. Nix. Ich würde mal sagen, wir gehen dann mal hier rum. Die baut sich die neue Xbox zusammen. Ach, da ist er. Moin. Nix, du wohnst hier nicht. Licht? Nur ein winziges Schiff. Ich bin raus. Und in 18 Meter ist wieder was. Ohne dich schaffe ich den Auftrag nicht. Oh, kann ich nicht mehr lauschen. Ah. Ein Wickwai-Mädchen wedelt mit dem Zopf und du verlierst den Verstand. Was redest du? Wir haben schon schwierigere Aufträge erledigt. Es ist nur eine Tour. Aber ihr Kurs führt direkt durch das Gebiet der Hunden. Und das ist schlecht. Lass mich raten. Du hast alles in der Gasse hinter dem Vertiertisch versteckt. Was? Woher weißt du das? Weil du zu berechenbar bist. Noch ein Grund, warum das unser Tod wäre. Nein, ich bin raus. Okay. Verbotene Waren. Weil vielleicht... Weil das doch noch Hutten plus. So, 18 Meter. Da ist noch ein Fragezeichen. Ich will da hin. Ah, Imperium. Oh, das ist wieder so ein Food-Event. Oh, das machen wir. Was holen wir uns?
Nixi Leckerli. 200. Ah ja, gut. Ich nehme das Sketto Sugar. Ganz ruhig, Kumpel. Ich hoffe, es ist scharf. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. F von H, okay. Hau rein. Ah, shit. Weißt du, rohes Ghetto ist eigentlich giftig. Es ist halt schon irgendwie ein sehr schräges Minispiel. Oh, das ist nicht mal scharf. So, MLB. Naja, wir tun's ja dann für den Perk. Vielleicht ist das hier scharf. Okay, das ist neu. Hey, geht's noch ein bisschen schärfer? Ah, wow. Hätten selber machen können. Dankeschön. LK. Lass mich raten, zu scharf. Das war ja klar. Ja, gutes Zeug. Na, Kleiner, willst du auch mal probieren? Okay, für ihn scheint es kein Problem zu sein. Wie steckst du das so einfach weg? Scheiße. L, I, I, okay. Jetzt komm, stell ich mir nicht so an. Jay, so. Oh, ich schaff das nicht. Ja, dann hör halt auf. Wer braucht schon eine Zunge? Aber lecker war es. Oh, ich frag nie wieder nach mehr Schärfe. Aber lecker. Das mache ich aber auch selten. Scharf bestellen. Also wenn, dann mache ich es nachträglich schärfe. Aber teilweise sind die Sachen echt abartig scharf. Hey, wer über mich lacht, kann sich selbst Essen holen. Mach's gut. So, was kriegen wir jetzt als extra? Neues Leckerli. Lass uns mal kurz gucken. Ausrüstung. War das unter Ausrüstung? Ach, da. Da hätten wir nichts angegriffen. Wir können nur dazu führen, dass Gegner wild um sich schießen und Chaos anrichten. Das klingt interessant. Das müssen wir ausprobieren. Jetzt sind wir halt immer noch nicht in der Kantine. Oh, da hinten ist ein Händler. Okay. Ah. Dreh
Treten Sie ein und sehen Sie sich um. Ist bei dir alles in Ordnung? Okay, ist nur bei der Agent, die komische Sachen macht. Huttenkartell. Ja, erstmal Schrott verkaufen. Das wäre das. Kaufen. Nö. Eigentlich. Hat Gerüchte über versteckte Schmugglerlager auf Tatooine. Kaufen wir mal. Man sieht sich. Jo, bis denn. Schon wieder Fragezeichen. Oh, lass mich raten, ich komme da nicht einfach so rein. Hey, ja. Hier kannst du nicht hin. Ja, alles gut. Ganz schön viel los. Holy. So könnte man es auch ausdrücken. Pass auf dich auf. Entspann dich mal. Ich komme aus dem Arbeiterviertel. Ich komme schon klar. Süß. Also, Druiden. Da ist ein Bekleidungshändler da hinten. Da ist ein Schatz. Ist da vielleicht die Kante? Also mein kleines Viech? Das könnte eine Art Arena sein. Guck mal da mal kurz rein. Oh, ich muss da sogar hin. Moin. ND5, ich bin an Andockbucht 94. Ist das Schiff bereit? Wird es sein. Holen wir da etwas ab? Jemanden. Wir treffen dort Horst und dann können wir weg von hier. Gut. Nein, ich bin noch nicht weg. Ich hab schon Zeit in meinen Servus. Moment, kurz mal Karte angucken. Korrupter imperialer Offizier. Da haben wir Kleider, verbotene Waren. Kantine-Gelüchte. Der Barkeeper in der Kantine von Mos Eisley soll wissen, wer die besten Schützen auf Tatooine sind. Ja, die will ich sehen, die Kantine. Ich will hier noch nicht weg. Bin immerhin gerade erst angekommen. Ja. Sehr. Wobei, ich würde sagen, in der Kantine gehen wir in der nächsten Episode und schauen uns hier Mos Eisley noch ein bisschen genauer an. Das will ich unbedingt ein bisschen erkunden. Und dann würde ich noch ein paar Nebenaufgaben machen und schauen, dass wir für die Hunden ein bisschen den Ruf pushen könnten. Als Minimum. Das ist soweit der Plan. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Oh, ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.